am I doing? Peppy here! What are you doing, Fox? Release the spirit and get out of there! Peppy out! Okay, okay, I'm going. Wie niedlich. Aber ihr wisst ja, Saxophonmusik gleich Sexmusik, ne? Mehr sage ich jetzt mal nicht dazu. Wir gehen schon wieder Gedanken durch den Kopf, vor allem weil heute Valentinstag ist. Da spielen die Hormone verrückt. Und wenn ich diese Folge hier hochlade, ist der Valentinstag längst vorbei, aber macht ja nichts. Wieso will ich alle Kisten aufmachen? Seht ihr, wie mich das verwirrt? So, was haben wir hier? Hier kann ich den Geist nicht entlassen. Auf der anderen Seite da. Oh. Oh, das sieht echt cool aus mit diesen Geistern. Aber hier kann ich ihn noch bestimmt entlassen. Ja. Yeah, wir haben zwei Crozoa-Geister befreit. Hä? WTF? Werden wir jetzt wieder zurückgeschickt? Ah, ja. Wir wurden zurückgeschickt. Ich wollte noch bei Crystal bleiben. Right there, Fox. Check the signposts for directions. Okay, big fella. Good to see you doing your job and helping out. You cheeky little blighter. Now, I've been keeping this back for you. Ready for when you needed it. Ein größerer Pesa-Beutel, wie es scheint. Da-da-da-da, das ist ein mittelgroßer Pesa-Beutel. Er kann 100 Pesa fassen. Ach, herrlich. Aber immer noch nicht genug, um dieses Artefakt der Snowhorn zu kriegen. Hey Fox, du erkennst auf Peppys Dinosaur Planet Karte, wohin es als nächstes geht. Ja, das will ich aber noch nicht wissen. Ich möchte einkaufen. Ne, Tricky, komm, wir gehen einkaufen. Wir waren lange nicht mehr im Bazaar bei diesem Halsabschneider. Oh ja. Auf jeden Fall will ich mir ein paar Flimmerlichter zulegen. Aber sowas von. So, und dann gucken wir auf Peppys Karte, wie es weitergeht hier. Wo wir als nächstes hin müssen. Wo werden wir den nächsten Crozoa-Geist finden und wohin müssen wir, um den Planeten wieder zusammenzufügen? Wir brauchen ja auch noch die ganzen Ahnensteine. Aber erstmal shoppen. Hallo und tschüss. Bäh. So, Flimmerlichter. You pay this much. Okay. Nochmal. Ja, ich wollte nicht mit dir reden. Ich will das Flimmerlichtchen. Hier finde ich das ein bisschen doof, dass man nicht auswählen kann, wie viele man haben möchte. Okay, I'll send it to you. Na komm, noch eins. You pay this much. Ach ja. So, das war's dann erstmal. Yeah. Ich will hier lang. Sollten wir uns vielleicht noch so ein Batzen Ananasse holen? Oder ist der die dann sofort auf? Ich weiß es gerade nicht. Ja, machen wir mal. Ich hoffe, wir haben sie dann im Inventar. Sieht nicht danach aus. Das hat sich ja voll gelohnt. Okay. Schade. So zwischendurch einfach mal selber heilen, wäre sicher gut gekommen. Aber wir hauen jetzt erstmal wieder hier ab und gucken gleich auf Peppys Karte, wohin es als nächstes geht.
So, kletter mal da hoch. Oh, es wird dunkel. Oh, ist dunkel. Alles klar, Peppy. Hi, Fox. Wir müssen nach Capclaw. Wie kommen wir dahin? Ja, ja. Wie genau kommen wir dahin? Ja, okay. Wir müssen zum Capclaw. Capclaw. Wir werden die Schilder einfach mal lesen, die überall sind. Ich weiß aber gerade nicht. Ich gucke mal auf dem Schild hier hinten, was da steht. Ein paar Pilze können wir auch mitnehmen, weil die ja gerade schlafen. So. Schlafende Pilze ist auch etwas ungewöhnlich, ne? So, was steht hier? Capclaw. Ja, super. Direkt gefindet. Aua. Vor allem gefindet. Da, da, da. La, 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 la. Auf zum Capclaw. Aber Dali. Und wir müssen dann hier lang, glaube ich. Nein, 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 nein. Andere Seite. Andere Seite. Ui. So, so, so. Und schon sind wir auf der anderen Seite. Mal sehen, wo wir hinkommen. Ja, zum Capclaw ist klar, aber wie das da aussieht und so, das interessiert mich. Oh, Lightfoot-Dorf. Ach, ist das mit Zielscheiben an den Bäumen? Okay. Und mit euch natürlich. Wer hätte es gedacht? So. Aber das sieht irgendwie nett hier aus. An irgendwas erinnert mich das, aber ich weiß gerade nicht an was. So, was ist das denn hier? He seeks the scarabs to enter Cape Claw. Wie bitte was? Zahle 60 Peser. Willst du zum Cape Claw? Ja, wir müssen dann mal Peser sammeln gehen, Tricky. Halsabschneider! Halt! Stopp! Ach, grüne Peser, das ist ja nicht so viel. Aber hier haben wir ja noch ein Steinchen. Oh, Steinchen vor allem. Ah. Na, lauf nicht weg! Wo ist der andere? Lauf nicht weg! Okay, damit haben wir 32. Ich will gerade mal was ausprobieren. Empfindliche Steuerung ist empfindlich. Hätte ja sein können. Ich brauche noch mehr Peser, bitte. Von welcher Seite muss ich dich denn hochheben? Gar nicht? Warum nicht? Ah, guck mal. Zoom. Das ist sehr gut versteckt. So, was zu fressen, was auch sonst. So. Da leuchtet doch was. E-Zellen. Aber so komme ich da nicht rüber. Nee. Was haben wir denn hier noch so? Ein Bar vom Dat. Und Peserchens. Aber noch lange nicht genug. 18 Peser fehlen uns noch. Und die E-Zellen da hinten. Aber wie soll ich denn da rankommen? Ich kann doch nicht einfach hier so... Ui, nee, das geht nicht. Der Baum leuchtet rot, wenn man ihn schlägt. Aber es passiert nichts. Was zu essen? Nein, ich will Peserchens. Die Steine haben wir schon hochgehoben. War hier noch irgendwo ein Stein oder so? Nö. Wohl oder übel müssen wir wohl nochmal zurück. Und ein paar Peser holen. Verdammt. Na gut, der
Hühnstein hat uns bestimmt nicht umsonst die größere Pesa-Tasche gegeben. Halt, stopp. Sind hier vielleicht Pesa drin? Nein, schade. Ich hätte liebend gerne ein paar Pesa. Na, 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 na. Wir haben ja jetzt ein anderes Land betreten, sag ich mal. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen, müssen doch wieder Pesa unterm Stein sein, oder? Das wäre doch cool. Dann bräuchte ich nicht den ganzen Weg zurückgehen. Hier kann... Oh. Aha. Hier kommt man also auch noch irgendwie irgendwann hin. Habe ich gar nicht gesehen beim Reinkommen. Ach, siehst du, die Gegner sind auch wieder da. Ich frage mich, was man mit den Bäumen machen kann. Die sind ja so seltsam markiert. So, hallo? Ach, nein, das gibt's doch wirklich nicht. Wir müssen zurück. Wir haben ja nichts Besseres zu tun. Oder ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder. Hier sind wir nun wieder zurück mit Pesern aus dem Fontail-Tal. Und diesmal können wir den kleinen Käfer da vorne auch bezahlen. Hallo! Hab dich! Naja, fast. Kackverteidigung! Wer braucht das schon? Wie kann ich mich eigentlich verteidigen? Weiß ich gar nicht. Gibt's da irgendwo eine Taste, wo ich dann so meinen Stab als Schutz vor mich halte? Keine Ahnung. Cape Claw! Yo! Der rülpst. Auf Wiedersehen. So, oh, ein Labyrinth. Zum Glück haben wir eine Karte. Aber hier gibt's doch bestimmt auch Geheimnisse, oder? Ah! Mami! Das Vieh wird... Boah, hab ich mich erschrocken. Verdammte Axt. Geh weg. Mein Herz ist stehen geblieben. So, gehen wir nun da lang. Das ist eigentlich egal. Mann. Ihr geht mir auf den Keks. So, hier so ein Vieh? Ja, da ist so ein Vieh. Nee, geh weg. Ah. Alles klar. Ups, falsche Richtung. Hier ist ein Stein. Oh. Und hier geht's abwärts. Das heißt meistens nichts Gutes. Wo sind wir denn jetzt hier? Huch. Da lang etwa? Hä? Was? Kann ich nicht irgendwie... Nee. Ach, da ist noch eine Leiter. Das muss man erstmal wissen. Ups, voll vor die Wand. Hier ist, wäre dann noch eine Leiter. Ist da hinten was? Nee. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen hier nach ganz unten, ne? Oder soweit es eben geht. Das sieht böse aus.